Seit 12 Jahren gibt es den Touran. Bisher wurden weltweit 1,9 Millionen Fahrzeuge verkauft. Er ist also ein richtiges Erfolgsmodell. Wie gut der Nachfolger ist, schauen wir uns jetzt hier in Amsterdam an. Der neue Touran ist um 13 cm in der Länge gewachsen, jedoch etwas flacher als sein Vorgänger. Dadurch wirkt das ganze Fahrzeug gestreckter, deutlich dynamischer. Auch die Front präsentiert sich wesentlich sportlicher dank horizontaler Linien und neuer Scheinwerfer. Insgesamt, das gilt auch fürs Heck, sieht das ganze Fahrzeug weniger aus wie eine Box, so sah er nämlich früher aus, sondern vielmehr wie ein moderner Familienvan, der auf der Straße ein wirklich gutes Bild abgibt. Auch im Innenraum ist der Touran gewachsen, und zwar um 6 cm. Und genau da ist der Schlüssel. Der Wagen soll familienfreundlich sein. Das heißt, Volkswagen bietet ihn an als 5- oder als 7-Sitzer. Kofferraumvolumen haben wir von 834 bis 1980 Liter. Das Cockpit des Touran ist konservativ, aber dennoch ansprechend. Vor allen Dingen sind alle Materialien sehr hochwertig, alle Instrumente sehr gut ablesbar. Hinzu kommt eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Das heißt, ich habe nicht nur für Fahrer und Beifahrer eigene Klimazonen, sondern auch für die zweite Reihe. Die Klimatronik unseres Touran ist ausgestattet mit dem Pure Air System. Das ist ein cleveres Feature, vor allen Dingen für Leute mit Allergien. Denn der Filter dieser Klimaanlage sorgt dafür, dass keine Allergene ins Auto kommen. Und damit kann ich auch, wenn noch so viele Pollen fliegen, ganz gemütlich Auto fahren. Unser Testwagen hat das Pop-Infotainment-System von Volkswagen an Bord, das heißt Discover Pro. Das Schöne bei diesem System ist, es kommt mit den Anschlussmöglichkeiten für Android- und Apple-Geräte und ich kann die Apps, die ich benutzen möchte, gleich hier auf dem Zentraldisplay sehen und auch bedienen. Und natürlich gibt es einen Hotspot im Auto. Für besonders viel Flexibilität im Innenraum sorgt Volkswagens neues Fold-Flat-System. Das heißt, alle Sitze der hinteren Sitzreihen verschwinden im Fahrzeugboden, wenn ich sie umklappe. Hinzu kommt, dass ich besonders lange Gegenstände, nämlich bis zu 2,70 Meter Länge, ebenfalls einladen kann, denn ich kann den Beifahrersitz auch komplett umklappen. Der neue Touran ist bis zu 62 Kilogramm leichter geworden. Das hat man nicht nur erreicht, indem der Motor oder die Karosserie leichter geworden sind, sondern auch die Materialien im Innenraum. Schön ist, man sieht es nicht. Der Wagen ist nach wie vor sehr familienfreundlich und bietet bis zu 47 Ablagen. Leider jedoch immer noch, wie beim Vorgänger, die Klapptische an den Sitzen sind ein bisschen wackelig. Trotz des großzügigen Platzangebotes des Fahrzeugs fährt sich der Touran wie ein ganz normaler PKW. Er ist sehr sportlich und spritzig unterwegs. Hinzu kommt, er ist sparsam. Unser Testwagen zum Beispiel mit dem 2 Liter Diesel brauchte nur rund 5,5 Liter auf 100 Kilometer. Die Schaltung ist sehr angenehm, auch das Automatikgetriebe fährt sich sehr ordentlich. Hinzu kommen noch reichlich moderne Assistenten. Zum Beispiel gibt es dort die Multikollisionsbremse, es gibt einen Ausparkassistenten und sogar einen Anhängerassistenten, der das Einparken mit einem Anhänger wesentlich leichter macht. Zum Marktstart bietet Volkswagen für den Touran 4 unterschiedliche Aggregate an. Es gibt 2 Benziner, die haben 110 bzw. 150 PS. Gleiches gilt für die Diesel, auch hier sind es 2, auch 110 bzw. 150 PS. Wahlweise gibt es ein Schaltgetriebe oder das 7-Gang DSG. Im nächsten Jahr sollen weitere Motoren dazukommen. Auch der aktuelle Touran wird sicherlich ein Erfolg, ebenso wie sein Vorgänger, denn er bietet all die Attribute, die den alten Touran zu einem Bestseller gemacht haben. Nur macht er alles besser. Es gibt bessere, also sparsamere Motoren, wir haben mehr Platz, mehr Flexibilität und das Fahrzeug ist zudem deutlich stylischer.